So sieht das nämlich aus. So, was beschwert er sich hier schon wieder? Schlafen? Ja, dann geh doch schlafen. Ist doch nicht verboten, meine Güte. Braucht eh keinen Schlaf. Er lässt sich sowieso den ganzen Tag ins Gesicht boxen und tasern und alles, ne? Gut. Also, sind einfach keine da. Das ist ein bisschen doof. Na gut, egal. Ich hätte gerne mehr. Also das sind die Anzahl der verfügbaren Gefangenen, die wir quasi kriegen können. Da müssen wir warten, bis dann mal irgend so einer vorbeikommt. Wir machen auch die ganze Zeit irgendwie Minus. Allerdings machen wir auch noch mit den Baumdingern hier ein bisschen Plus. Und der Laden wirft ja auch noch ein bisschen Geld ab. Aber ich glaube nicht, dass das im Gesamten reicht, oder? Ach, der Horny Bug. Oh, der ist ganz horny. Wie, so horny. Was hat denn der Aufwiegelung? Ja, das ist so einer. We love you long time. So sieht's nämlich aus. So. Ach, das Internet ist schon so eine Sache. So, hier ist alles ein bisschen dreckig. Was macht denn eigentlich unser Hausmeister-Duo hier? Unser Duo Infernale? Achso, das putzt hier. Okay. Nee, dann will ich nichts gesagt haben. Oder zumindest einer. Wo ist denn Scruffy? Scruffy? Sehe ich dich jetzt hier auf Anni? Um Scruffy? 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 Pass auf, wir suchen Scruffy so. Und wir kriegen so. Guck mal, wir kriegen $33 plus. Obwohl wir Minus machen. Ja, wird schon stimmen. So, Personal. Scruffy, wo ist er denn? Ah, der putzt da. Okay. Schön hier, ne? Bei den harten Kerle. So, erstmal die gute Frau entlassen hier. Ne, die sind alle wichtig. Brauchen wir auch alle. Ich würde ja, naja gut, der Scharfschützentower, der ist auch wichtig, ne? Dass wir hier nicht so einfach... Eieiei, der Dicke, gucken wir an hier. Puiuiui. Hackett? Hackett ist... Oh, Hackett ist immer noch hier? 28 Jahre, der ist ja schon fast fertig, ne? 24 Jahre hat er schon abgesessen. Guter Mann. Und hat sich fast nichts zu Schulden kommen lassen. Ja, hast ja fast geschafft, ne? Lässt sich nur von dem rekrutieren und dann geht er los. So, der will schlafen? Ja, dann macht er dummer. Der passt sogar in das Bett rein, ich wäre bescheuert. Okay. Gut, von mir aus. Oh, hier die Kamera, wie sie die ganze Zeit auf das Mobs-Magazin guckt. Ladengüter. Güter. Mhm, ich sehe schon. Unser Knast soll schöner werden. So ist es nämlich. Dann läuft die ganze Zeit so eine Oma mit so einem kleinen Spendenbecher hier in der Nacht an den Zellen vorbei, klimpert dann an den Zellengitter so lang, ding, 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 und sagt, unser Knast soll schöner werden und weckt alle auf. Das ist, ne? Und die läuft dann so lange rum, bis jeder so eine Münze da in den Topf reingetan hat. Ja, und dann erst dann geht sie wieder und dann dürfen alle schlafen. Das ist gut. Der Dicke stirbt irgendwann im Herzinfarkt. Ja, aber bis es soweit ist, hat er bestimmt noch drei mitgenommen. Das ist also von den Wachen. Und nicht mal von Mithäftlingen. Der ist ja so einer, der reißt den ja den Kopf ab. Boah, du bist das Tier. Wieso haben wir so einen eigentlich? Wo kommt der her? Wer macht denn sowas? Eieiei. So. Hier immer noch keine Häftlinge. Ich hätte gern Todestrakt-Häftlinge hier. Ne? Das wäre jetzt eine schöne Sache. Geringes Risiko brauchen wir nicht. Einlieferung, da kommen wieder neue dazu, aber keiner von denen, die wir am liebsten hätten. Schade. Schade, schade, schade. Na gut. Haus läuft gerade wieder ein bisschen ruhiger, so wie ich das mitbekomme, wenn wir jetzt mal die Finanzen angucken. Schon ein Tag, ohne dass irgendwas passiert ist, da kriegen wir ja schon fast Geld. Nice. Häftlingsgehälter, 31, warum? Was? Ladeneinnahmen 30. Wir machen $1 minus mit dem Laden. Das funktioniert so nicht. Leute. Naja, gut. Wegen dem $1 werden wir uns jetzt nicht bescheißen. Aber es geht. Zeit für Razzia. Das ist eine gute Idee. Ja, komm, machen wir jetzt noch schnell eine Razzia. Dann werden die zwar wieder übel ausrasten, aber. Machen wir trotzdem. So. Vor allem der eine, der Dicke, der eigentlich schlafen will, ne? Der wird bestimmt übel ausrasten. Oh, gucken wir mal, was hier so abgeht. Bleibt mal alle ganz unruhig.
Der Dicke kann sowieso nichts anstiften, weil der schön vor sich hin pennt. Ja, der ist ja ein bisschen sauer, aber da kann er direkt weiter pennen, siehst du. Alles ruhig. Verläuft alles nach Plan. Sehr gut. Haben wir schon ein bisschen was gefunden? Aha. Ja, so ein paar Sachen. Was fehlt denn noch? Eigentlich nichts mehr. Wir haben einfach bloß durchsucht. Einfach nur, weil wir es können. Schön. So, was wird hier noch durchsucht? Der Laden. Ja. Eindeutig. Guck mal, was wir hier gefunden haben. Aha. Ladengüter. Mhm. So sieht das nämlich aus. Ich wollte gucken. Wer ist so da? Oh, fehlt schon wieder was. Wie kann denn das sein? Wir haben gerade alles durchsucht. Wie kann denn jetzt schon wieder Narkotika fehlen? Ich verstehe es nicht. Wie kann denn hier schon... Der hat das von draußen mit reingeschleppt. Okay, ja. Ist ja okay. Aber trotzdem. Wie kann da schon wieder was fehlen? Hier eine Säge, die immer die Werkzeuge hier reinschleppt, ne? Wurde die Säge eigentlich hier da gefunden? Ich sehe das gar nicht, weil da genau dieses Ding davor ist. Nee. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. So. Liebe Leute. Zeit für neue Häftlinge am nächsten Morgen. Warum ist es eigentlich so dunkel? Warum ist es so dunkel? War Stromrechnung nicht bezahlt oder was? Achso, lol. Ja. Ja, Moi hat das Licht ausgemacht und wundert sich, warum es dunkel ist. Toll. Okay, das erklärt einiges. Okay. Hat ja alles seine Richtigkeit. Ich behaupte. Ach komm, jetzt macht er wieder Stress. Ach Leute. Ja, es sind ein paar Leute, die hier ein bisschen Stress machen, meine Güte. Sind halt in ihren Zellen, die zerruppen hier ein bisschen was. Ja, ist mir doch egal. Jetzt hat er das Klo auch noch, jetzt flutet der den ganzen Raum. Ich wäre bescheuert. So, zack. Taser ins Gesicht und dann ab ins Loch mit dem, aber... Ganz eindeutig hier, ne? Kann man den doch selber bestrafen. 24 Stunden, gib ihn. 24 Stunden Einzelhaft. Der hat aufgewiegelt, der hat, ne? Dinge kaputt gemacht. 24 Stunden ab ins Loch. Taser ins Gesicht hat er schon bekommen. Jetzt geht er los. Junge, Alter. Geht ja immer gar nicht. Und wenn er sich beschwert, dann kriegt er noch einen Taser ins Gesicht. Und noch einen. Und noch einen. Ich stelle gleich eine bewaffnete Wache nur für den ein, ganz ehrlich. Was soll denn das hier? So. Unser Gefängnistrakt? Ja. Der ist halt auch da, ne? Ist jetzt natürlich schön, aber nicht so schön, wie ich mir das vorgestellt habe. Egal. Weißt du was, wir können es mal ein bisschen grün machen. Ne? Da habe ich gerade Lust drauf und wir haben ja sowieso genug Geld zum Verschwenden. Also von daher, so, ja, ein bisschen Gras. Grün. Grün. So, hier nicht. Das soll so bleiben, wie es ist. Hier kommt ein bisschen Grün hin. Oh, unser Knast soll schöner werden, so hieß es ja. Hä? Ach so. Ja, weil der Zaun ist, geht das nicht? Ah ja. So, tschack, tschack. Grün, grün, grün. Grün, 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 grün und grün und grün. Dann machen wir hier nämlich alles ein bisschen hübsch. Ja, dann geht das nämlich auch voll klar. So. Huni. Ah, die sind hier noch fleißig am Rumgucken. Das finde ich super. So, die sind am Essen. Das Schöne ist... Dadurch, dass die hohe Sicherheitsstufe, dass der hier, ne, anstachelt und bringt der jetzt. Ja, da bleibst du jetzt auch erstmal drin, Kollege. Hygiene kannst du vergessen. Du bleibst jetzt erstmal stinkend 24 Stunden in dem Loch. So, wenn du dann keine Lust mehr hast, dann ist mir egal. So. Müssen wir dann noch irgendwas, harte Bestrafung oder so? Dauerhafte Bestrafung können wir dann noch. Das finde ich gut. Die 24 Stunden wieder im Loch ist, kann sich unser Rechtslumpi hier mal ein bisschen damit beschäftigen, wie wir den noch besser bestrafen können. Einfach einen Hund in die Zelle stellen, das ist auch eine Maßnahme. Problem ist, ja, kostet halt alles, ne? Das ist... Ja, der wechselt dann vielleicht auch nochmal die Zelle.
Und haben wir noch Hunde übrig? Oh, neue Leute gekommen. Oh. Erstmal tolle Sachen gefunden. Was bist du für einer? Was hast du für eine mega geile, fesche Klamotte an? Tom Clark. Oh. Aha, der Reanimation Virus. Ist ja interessant. Könnte das ein Entwickler sein? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Müssen wir mal nachgucken. Unter den Mitwirkenden. Interessant, ja. Weil ich, also wenn ich Entwickler von dem Spiel wäre, ich hätte mich sowas von damit reingearbeitet. Als Gefangener oder... Ja, doch, als Gefangener wäre eigentlich viel lustiger. Weißt du, wenn so ein Gefangener, der einfach die ganze Zeit Stunk macht oder so, der random in dein Gefängnis kommen kann. Fände ich schon lustig, ja, doch. Einfach, weil ich kann. So nach dem Motto. So, was ist jetzt los? Habe ich hier gerade irgendwen... Achso, nee, die haben durchsucht. Die durchsuchen die Lumpis hier. Das passt auch. So, Gras ist gelegt. Wie schön das aussieht. Guck mal. So ein schöner Knast. Junge, Junge, Junge. Wenn wir einmal dabei sind, können wir eigentlich auch hier noch ein bisschen was legen. Und der Bereich, ne, der sieht auch so trostlos aus. Da können wir hier auch noch ein bisschen Gras. Oh. Ne, da nicht. Hier aber und da. Und hier hätte ich ganz gerne auch noch ein bisschen schön, ne? Einfach damit es schön ist. So der schöne Bereich. Und weil wir gerade am Geld verschwenden und verbrennen sind, kommt ja auch noch Gras hin. So. Können wir das ja auch noch machen? Oh, schöne Grünfläche. Jawohl. Achso, müssen die Bäume dann weg? Ich weiß nicht. Wir probieren es mal aus. Mal gucken, was passiert. Einfach mal ein bisschen rumprobieren. So Hundis, die sind schon wieder... Was machst du hier? Ist das Ding eigentlich überwacht? Ist das Telefon? Wird das überwacht? Verbinden? Das ist verbunden. Ausgezeichnet. Dann ist es egal. Also, ne? Hier. 70er Jahre, Mann. Ja. Denn, wenn das da überhaupt dein richtiger Name ist. Wir haben dich im Auge, Kollege. Wir haben dich im Auge. So. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ah, okay. The Crazy Killer. Schön. Also finde ich gut, wenn ihr euch da selber noch das Spiel geholt habt mit der Version, dass ihr euch da auch mit einbindet. Weil es ist echt ein schönes Spiel. Man kann sich wirklich stundenlang mit Prison Architect beschäftigen und das wird nicht langweilig. Weil es einfach, ich meine, selbst jetzt, wo es schon so lange raus ist und auch schon jetzt mehrere Monate in der Release-Version ist, also es ist ja schon seit Ewigkeiten auch Early Access, aber selbst jetzt, wo es... Jetzt haben die den Zaun hier weggemacht. Oh, Leute. Leute, das geht so nicht. Ihr könnt nicht einfach den Zaun abruppen. Habt ihr das irgendwo anders auch nochmal gemacht? Die Zäune sind wichtig. Ihr könnt die nicht einfach wegmachen. Ich glaube, ich raste aus hier. So, nee, der Rest passt. Und es sieht alles ein bisschen hübschiger aus. Toll. Nee, aber... die Vollversion zu kaufen. Ja, also, wer es macht, finde ich klasse. Wer es nicht macht, ist auch okay. Ja. Die Entwickler werden ja auch unterstützt beim normalen Kauf des Spiels. Also, von daher. Ne? Was machen die hier? Die kuscheln. Oh, ja, Schokolade. Schokolade. Und Mops-Magazine. Oh, die neueste Ausgabe des Mops. Alles für ihr Tier, so nach dem Motto. Okay, hier können wir eigentlich auch nochmal Wege hinbauen. Wenn wir einmal dabei sind, hier alles schön zu machen. So schön Betonplatten. Ah, wie? Von wo? Von hier so? So? Und dann so? Bis hier hinter? Ist was? Nö, machen wir mal lieber so, ja. Oder so? Doch so. Okay. Guck mal erstmal, wie es so aussieht. Sitzungsprogramme, Laden, Cashflow. Naja. Ja, die Sitzungsprogramme, die kosten natürlich auch. Aber ich finde, es ist schon gut, wenn die hier ab und zu mal... Wie ist das eigentlich? Arbeitet hier keiner? Doch. Warum putzt keiner? Doch, da sind sie doch am Putzen. Ach, hier kommt die Putzkolonne angetrappelt. Ach so. Ja, dann ist ja gut, dann ist ja okay.
Ich will mal schnüffeln, ne? Hat vielleicht irgendwer was dabei? Nee. Der Zaun ist ja immer noch nicht gebaut, Leute. Machen denn die Bauarbeiter den ganzen Tag? Wo sind die Faulen? Die faulen Faulstricke. Achso, die sind ja überhaupt nicht faul, die legen ja überall Gras hin. Okay, ja. Ich wusste doch, irgendwas war da. Upsi. Ja, die machen das schon. Haben wir jetzt eigentlich mal endlich Gefangene gekriegt? Also kriegen wir jetzt endlich mal... Nee, immer noch nicht. Null. Ich will einen haben. Das ist doch so Liste. Entlieferungskategorien für zum Tode verurteilen, benötigen sie eine speziell ausgewiesene Todeszelle. Okay. Haben wir das nicht jetzt schon? Das ist doch... Ist hier schon wieder irgendwo... Ach Gott, hier ist schon wieder Stress. Ach Leute. Haben wir schon wieder Stress gemacht und eine Wache ist sogar... Nee, ist denn nicht, nicht die Wache ist bewusstlos. Der ist bewusstlos. Ach so, wird das nichts, ne? Ich komme hier auf keinen grünen Zweig, weil er Geld angeht, wenn die anderen Stress machen. So, ich wollte eigentlich mal wegen der Zelle gucken. Kann man die irgendwie speziell nochmal zuweisen oder... Elektrischer Stuhl, abreißen, einschalten, ausschalten. Wie weise ich das jetzt hier ein? Besserungsprogramm? Oder, oh, warte mal, müssen wir das vielleicht mit einem Programm machen? Das kann sein. Tagesplanung, Zuschüsse, Programme. Tischlerlehre, Verhaltenstherapie. Taser-Ausbildung. Gnadengesuch bei Todesurteil. Nee, das wollen wir ja nicht. Das ist ja genau das Gegenteil von dem, was wir wollen. Sehr gut. Taser-Ausbildung haben wir ja. 28 bestanden, 32 beendet. 6 in Warteschlange, das starten wir dann auch gleich nochmal. Verhaltenstherapie, 3 in Warteschlange, nee, das brauchen wir nicht. Küche ist auch langweilig. Wie alle Räume belegt. So, weg damit. So. Die geistige Führung läuft. Das läuft, das läuft, das läuft alles. Alles nicht das Problem. Gnadengesuch bei... Nee, das ist ja auch nicht das, was wir wollen. Nee, hä? Wie kriegen wir die da... Anteile verkaufen? Warum will ich Anteile von meinem Knast verkaufen? Ich meine, da kriegen wir Geld zu, aber... Brauchen wir nicht. Keine Ahnung. Egal. So, was ist das jetzt hier? Ja, die machen jetzt hier fleißig ihr Ding. Das finde ich gut. Das sieht schön grün aus. Das ist aber auch gleich viel freundlicher fürs Auge, ne? Apropos. Wo sind hier unsere Bauarbeiter? Ah, den Zaun haben sie wenigstens schon mal gebaut. Das ist schon mal was. So, jetzt sind die ganze Zeit am Bäumchen pflanzen, oder was? Ach, Leute. Mach schon mal die wichtigen Sachen. So, wie weiß ich jetzt diese Zellen hier als... Muss ich da... Gibt's da extra Todeszelle... Verwahrungszelle, Hinrichtung. Innenbereich und elektrische Stühle. Das ist ja nur der Hinrichtungsraum, aber es müsste ja dann nochmal extra ein. Ist es dann die Aufbewahrungszelle im Todestrakt? Oder. Ich probiere es mal, wenn ich das jetzt hier mache. Ob es dann quasi so ein bisschen. Hey, du brauchst ja eine Bank für. Ja gut, die können wir dann noch mit reinstellen, ist nicht das Problem. Die kriegen wir bestimmt auch noch ran. Oh, schön. Kriegen wir nicht ran, weil zu groß. Ach. Mist. Ich kann rechtliche Probleme kriegen, wenn ich das mit dem Gnadengesuch nicht mache. Ach, Quatsch. Rechtliche Probleme. Wir haben einen guten Anwalt, der regelt das. keine Ahnung. Ja, das ist eben die Sache, ne? Muss mal gucken. Einzelhaft. Ich probiere es mal hier mit Einzelhaft. Wenn wir das jetzt hier als Einzelhaft auslegen, im. Das war dann. Irgendwie muss man ja hier so einen rankriegen. Das geht ja nicht so. So, Häftlinge. Sind aber auch keine da, ne? Sind keine verfügbar.